Hallo, wieder zu einer weiteren Review einer Otterbox für den kürzlich vorgestellten Blackberry Curve. Otter hat uns dieses Case entsprechend bereitgestellt. Und zwar dabei handelt es sich hier um das Case der Defender Series für Blackberry Curve 9350, 9360, 9370. So, das ist die Originalverpackung. Hier auch noch mal zur Ansicht. So, ich habe das Gerät schon mal beziehungsweise das Case schon mal ausgepackt. Einmal die Halterung mit Gürtelclip. In diesem Zustand hat sich das in der Originalverpackung befunden. Und einmal das Case an sich. Üblicherweise liegt im Otter hier ein entsprechenden Display-Screen-Schutz mit im Lieferumfang rein. Das schauen wir uns auch gleich nochmal an. So sieht das Ganze aus. Außen die Polycarbonat-Oberfläche und dann nochmal ein Silikonschutz. So. So, jetzt habe ich das ganze Case einmal auseinandergebaut, sodass ihr mal die Einzelteile sehen könnt. Hier ist das ganz Innere, da wird der BlackBerry direkt reingelegt, das obere Teil. Einmal die Frontblende und der Rahmen. So, und dann einmal der Silikonschutz, der dann außen einmal drumherum kommt. So, ich baue das jetzt mal zusammen. BlackBerry Curve 9360. So, hier wird es jetzt einmal reingelegt. So, jetzt nehmen wir das untere Teil. Und legen das entsprechend hier rein. Hier habt ihr entsprechende Verriegelung, dass die hier rein. So sieht das Ganze dann aus, wenn das dann das zweite Teil dran steckt. So. Und jetzt noch das Silikon-Case sozusagen. Das gibt jetzt noch sozusagen den restlichen Rundumschutz. So, hier seht ihr. So bekommt der Curve jetzt den kompletten Rundumschutz. Alle Tasten haben hier eine seitlich eine Erhöhung im Silikon. Zugang zur Audiobuchse. Seitlich könnt ihr auch entsprechend die Buchse hier freilegen für die USB-Ladefunktion. Ja, das sieht doch ganz schön aus. Sitzt richtig eng dran. Macht das Gerät vielleicht ein wenig breiter, dicker, aber nur ganz wenig für optimal für Outdoor-Fans, die viel unterwegs sind. So, im Lieferumfang enthalten ist noch die Display-Schutzfolie, die obligatorische, ein Tuch und eine Aufbringkarte. Die ist dabei, auch von Otter. So, hier will ich euch nochmal den Magnet bzw. die Halterung für den Gürtel für die Hose entsprechend nochmal zeigen. Man denkt ja, dass das Case entsprechend so reinkommt. Da habt ihr aber falsch gedacht. Und zwar haben wir hier diesen Magneten. Der ist dafür da, damit das Gerät in den Sleep-Modus kommt, sobald es reingesteckt wird. Das kann man hier sehr gut sehen. Das Display geht aus, sobald der Magnet entsprechend auf das Trackpad draufkommt.
Ja, also ihr legt es hier eigentlich so rein in die Schale. Hier oben haben wir nämlich so Halterungen. Und dann ist das Gerät entsprechend richtig verriegelt und hält richtig gut dran. Also ihr könnt dann alles machen. Unterwegs, Radfahren, Mountainbiking, wie gesagt, alle Outdoor-Aktivitäten. Ja, richtig tolles Case. Hochwertig auch. 49 Dollar kostet das Ganze. Hier bei uns kriegt das vielleicht für 39 Euro im Versandhandel bei Amazon oder telefon.de. Einfach mal schauen. Was gibt es sonst noch zum Case zu sagen? Schutzfolie ist dabei. Wir haben ja drei Teile, vier Teile eigentlich, die Halterung für den Gürtel. Einmal den Silikonschutz und einmal die Polycarbonathülle. Ansonsten alle Anschlüsse sind frei zugänglich. Ihr könnt, wenn ihr das Case umdreht, schon sehen, ob ihr entsprechend per Bluetooth verbunden seid oder eine neue Nachricht bekommen habt. Hier ist die LED-Anzeige, die ist frei zugänglich und die zeigt euch an, ob sogar eine neue Nachricht eingetroffen ist. Das heißt, ihr müsst das Gerät nicht aus der Schale rausnehmen, sondern könnt direkt einfach von innen schauen. Ja, das war's schon.